Mittagspause. Zeit für einen kurzen Abstecher in die Weinberge des Schwarzwalds. Wenn man hier guckt, hier die tollen Weingüter, wie sie gepflegt sind, das alles klassisch deutsch. Ich liebe dieses Land. Das Ziel? Das Gut der Familie Männle in Durbach. Juniorchef Thomas wartet schon auf den großen Ostfriesen. Hier geht's ja hoch wie bei uns am Deich. Geht alles gut? Ja, gut hochgekommen? Du bist der Chef hier? Ja, ich bin der Thomas. Weißt du, es ist späten Nachmittag, da kommt nicht mehr alles so einfach ja, genau. hoch. Mit dem Planwagen geht's hoch in Thomas Reich. Der Ostfriese fühlt sich wohl in ländlicher Umgebung. Er liebt die regionalen und deftigen Gerichte. Oh, jawohl. Fritos Blond. Immer Tech, guck da nicht so hin. Das ist das Plättchen für Papa. Genau. Na dann, guten Appetit. Das Weingut selbst ist auch nicht gerade klein. 15 Hektar feinste Trauben. Die Winzerfamilie hat mit ihren Weinen schon mehrfach Preise gewonnen. Genau der richtige Platz für den Mann mit dem großen Durst. Ein ostfriesischer Weinwinzer, ja. Der will in Augenhöhe die Trauben haben. Dann habe ich einen Tipp für dich. Dann machst du einfach einen höheren Stamm, der etwa auf der Höhe ist. Dann kannst du wirklich wunderbar im aufrechten Zustand herstellen. Ja, das macht ihr doch alles für eure Größe fertig, die Stämme, oder? Ja klar, bei uns sind alle niedrig gewachsen. Als Pferdeflüsterer ist Tamme ständig auf Reisen. Er schätzt die bunte Vielfalt in Deutschland und bleibt doch immer durch und durch Ostfriese. Sehr zum Wohl. Oh, der hat aber einen Deckel. Der Wein wächst so richtig nicht bei uns. Er wird nicht süß genug. Die Trauben kommen, das ist so. Aber wir finden den Ausgleich in diesen wunderschönen ostfriesischen Frauen. Denn deren Süße ist mir in der ganzen Welt noch nie wieder so vorgekommen wie zu Hause. Doch bevor es heim an den Deich geht, gibt's noch eine Sprechstunde beim Knochenbrecher. Die lahmen Knochen, wo bist du geblieben? Hast du die Mappe? Startfrei. Bernhardiner Poldi macht seinem Frauchen große Sorgen. Er kann sich kaum noch bewegen. Gut für Zeit, Schätzlein. Nee. Hast ihn? Er bleibt stehen. So, nimm die Achterbahn. Oh, da knackt aber. Habt ihr Schotter am Haus oder wie sieht das aus? Nein, Pflaster. Bernhardina ist gerade, wenn er in die Jahre kommt, immer ein bisschen gefährlich, weil dann ändert sich das Wesen und sie kriegen so ein bisschen dominantes Gebärden an sich. Und der beißt den Arm ab, wenn er will. Der hat Kraft. Er darf nicht beißen, das ist das Wichtigste. Bernhardiner sind ja ein bisschen luschig. Du halt jetzt. Hey. Dass sie dir nicht den Finger abbeißt. Pass auf! Nur mit größter Mühe können Rücken und Pfoten eingerenkt werden. Dann kann er wieder ordentlich laufen, der kleine Bursche. Das sieht sehr gut aus. Komm! Der 5-jährige Bernhardiner ist wie ausgewechselt, das Frauchen überglücklich.